Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. Ja. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Nein. Dexter! Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Keine sehr hübsche Stimme, aber das Blutrot passt. Nein. Was ist denn Sumpfkraut? Was ist Sumpfkraut? Na ja, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Sag mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Mal schauen, was hast du denn? Traumruf, schwarzer Weiser. Oh, eine Karte. Für 50 Erz. Es gibt auch den Kartenzeichner, ne? Ich bin versucht, schleichen zu lernen und nachts beim Kartenzeichner einzubrechen. Aber ich glaube, das Einfachste wird jetzt tatsächlich sein, einfach mal den ganzen Klumpertschädel, den ich nicht brauche, wegzugeben. Wie gesagt, Getränke sind ganz sinnvoll dabei zu haben, auch wenn ich sie nicht selber trinken will. Becher braucht kein Mensch. Also hier noch ein bisschen Erz rein. So, genau, 50, Wert 50 und dann eine Karte dafür zu kaufen. Es ist immer sehr empfehlenswert, möglichst wenig Erz dabei zu haben, allerdings, weil man gelegentlich auf Leute trifft, die einem... Zeig mir deine Waffe. Ich habe hier nur... das ganze Erz abnehmen, das man besitzt. Und deswegen... würde ich jetzt hier... dazu tendieren, einfach mal 20 Erz gegen 20 Pfeile zu tauschen. Wie man sieht, hier diese Fackel zum Beispiel, die hat Wert 2, aber wenn ich sie in die Mitte lege und anbiete, bekomme ich nur den Gegenwert 1 dafür. Alles, was ich verkaufe, ist im Verkauf nur halb so viel wert. Also ich kriege quasi nur den halben Wert dafür, wenn ich es verkaufe. Allerdings gibt es eine Ausnahme, nämlich Dinge, die nur 1 wert sind, zum Beispiel Pfeile oder auch Bolzen oder auch eben auch Erz. Und deswegen sind Pfeile, genau wie Erz, eine großartige Währung. Bloß im Gegensatz zu Erz wird mir niemand Pfeile oder Bolzen wegnehmen, wenn ich mal ausgeraubt werde. Oder überfallen werde. Was wahrscheinlich relativ bald passieren wird. Oder wenn mich irgendwelche Leute zusammenschlagen, dann durchsuchen die mich auch nach Erz und nehmen mir das Erz weg. Aber auch hier wieder nicht nach Pfeilen und Bolzen. Deswegen ist es sinnvoll, sein Erz möglichst in Pfeilen und Bolzen anzulegen. Zumal jeder Händler sowieso auch Pfeile und Bolzen als Währung annimmt. Und da ist hey, Mordrak. Neuer. Ich bin Mordrak. Meinen Mordrak. Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. So, das ist Blödsinn. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Na, er hat einen Bogen. Da würde man doch vermuten, genau, dass er Pfeile bei sich hat. Und da möchte ich gleich eine Anlage tätigen. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Aha, siehst du? Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So, dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Mhm. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie.
Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Nee. Ich will dich nicht prügeln. Aber ich will auch noch nicht mit dir zum neuen Lager gehen. Sondern zuallererst möchte ich mich heilen. Und zum Glück übrigens, der Eingang, durch den ich reingekommen bin, das war der Nordeingang. Das hier ist das Südtor. Das heißt, wir waren da gerade im Westteil der Stadt. Und hier direkt neben dem Tor gibt es eine kleine verlassene Bude, deren Bett ich jetzt benutzen möchte, um bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Denn wenn man schläft, kann man erstens zu verschiedenen Zeitpunkten springen. Ich glaube morgens um 6. Wo sieht man die Uhr? Da, morgens um 8. Oder zum Mittag, glaube ich, und zum Abend und auch in die Nacht, zur Mitternacht. Und vor allem ist man dann halt auch voll geheilt. Ja, was ich jetzt noch machen wollte in dieser Folge, es gibt hier auf der Westseite des Lagers noch eine kleine Quest, die ich jetzt zumindest noch gerne holen würde. Und es gibt noch ein paar kleine Begegnungen, die ich zeigen möchte, die nicht so erfreulich sind. Schatten, Butler, alles okay. Oh, die hier ist lustig. Oder? Ach nee, das ist gar nicht die. An der Geschichte, Butler. Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnere. Da, ein Name. Namen sind toll. Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Was? Bitte was? Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich ein Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. Whatever. Was ich sagen wollte, Namen sind toll, weil üblicherweise diese generischen Typen halt nichts Besonderes zu sagen haben. Aber wer einen eigenen Namen hat, der hat auch was Eigenes zu sagen. Und der Typ zum Beispiel hat einen eigenen Namen, allerdings kann ich ihn ansprechen, wie ich will. Er ist beschäftigt damit, sein Fleisch zu braten. Es gibt aber einen kleinen Trick, wie man diese Leute dennoch ansprechen kann. Nämlich, wenn man eine Waffe zieht, nimm die Waffe rum. Dann springen alle herum auf und ziehen ihre Waffe und hören auf, das zu tun, was sie gerade tun. Mist, da war ich zu langsam. Steck die Waffe weg! Ich spreche ihn jetzt gleich nochmal an. Ja, und da hat's funktioniert. Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Danke für den Tipp. Habe ich schon gehört, aber das ist gut zu wissen. Gut, dass du das den Leuten erzählst, die hier vorbeikommen. Da ist gerade niemand drin. Falls euch wundert, warum es so ruckelt, ich nehme das Ganze nur auf 30 FPS auf. Was ganz einfach daran liegt, dass... Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! ...das Spiel nicht auf 60 FPS von mir einfach läuft. Und deswegen reichen 30 vollkommen aus. Und der Typ da hat seine Hütte so gebaut, dass sie zwei Eingänge hat, genau gegenüber, durch die quasi der Weg durchführt. Und hat jetzt ein Problem damit, dass die Leute hier durchlaufen. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Ja, am falschen Platz. Und deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine, ich hasse sie, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Ja, was denkst du dir auch, wenn du eine Hütte so baust, dass man da nicht mehr durchkommt? Selber schuld, würde ich sagen. So, irgendwo hier müsste jetzt doch der Karten... Nee, nicht der Karten. Jemand anderes sein, den ich suche. Sly, genau, den suche ich. Und was der zu sagen hat, erfahren wir in der nächsten Folge.
bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Willkommen zurück zu Gothic. Und wie versprochen, werde ich Sly ansprechen. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Der hatte nämlich auch eine Quest für mich, die ich, wie auch die andere von Whistler, nicht erfüllen möchte. Aber im Verlauf der Quest bekomme ich etwas Nützliches. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Verdammt, der gerade vorbeilief, das ist einer von den Typen, die Kopfgeld kassieren. Deswegen wollte ich jetzt gerade den Dialog noch nicht beenden. Aber jetzt ist er, glaube ich, durch. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Ja, der ist durch. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Die Sache ist nämlich die, sobald ich ihn treffe und er mich anspricht oder ich ihn anspreche, will er mir 10 Erz abknüpfen, falls ich sie dabei habe. Wenn ich sie dabei habe und zahle, dann habe ich für einen Tag den Kopfschutz von ihnen. Wenn ich das Geld allerdings nicht dabei habe, naja, dann muss ich halt auch nicht zahlen. Deswegen will ich jetzt gerne erstmal mein ganzes Erz in Pfeil und Bolzen anlegen. Butler, Butler, Baltaran. Ein Name. Baltaran. Hallo, ich will dich ansprechen. Jetzt. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baltaran von der Bruderschaft des Schläfers. Nein. Ja. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Jemanden treffen. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Nein, du wolltest dir selbst helfen. Das ist genau auch das Problem bei den Sektenspinnern. Auch die stehen nicht zu dem, was sie wirklich tun und wollen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Ah, Mist, er hat keine Pfeile oder so. Wasser brauche ich nicht. Karte zur alten Mine. Skizze. Was ist denn auf der Skizze? Die Karte der Kolonie für 50 ist, glaube ich, die ich schon habe. Genau. Nö, dann halt nicht. Zö, dann eben nicht. Pech gehabt. So, ich muss jetzt Neck finden. Neck ist die aktuelle Quest. Ich würde gerne aber bei den Händlern. Hatte nicht Fisk noch ein paar Pfeile? Mein Erz loswerden, damit ich nicht das Kopfgeld abdrücken muss. Ich meine, das sind zwar nur 10 Erz, aber hey, ich habe die hart verdient, indem ich Whistler beschissen habe. Natürlich möchte ich die irgendwie behalten. Ja, ich bin auch dran, dein Schwert zu besorgen. Keine Sorge, ich bin ja eh bald weg. Fisk, genau, der Händler. Zeig mir deine Waffe. Mist. Oder für 160 Erz. Na, das reicht nicht. Das Schwert kriege ich dafür nicht. Was? Blödsinn. Das Schwert, nicht das Schwert. Achso, doch, das Schwert. Das Schwert kriege ich nicht dafür. Für das bisschen Erz, was ich habe. Aber hier war doch noch Dexter.
Zeig mir da. Habe ich dir schon den Pfeil abgenommen? Ja, habe ich. Okay, Mister kommt, der kommt. Wie heißt er denn? Jekyll. Ah, verdammt. Neues Gesicht. Ich höre nicht mehr. Was hat er mich du? Erwischt? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erzmann, das ist nicht viel. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erst mal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Klar, dass das Ärger gibt. Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. Man darf auch nicht alles glauben. Okay, der ist tatsächlich freundlicher. Beim Testen bin ich auf den anderen Typen gestoßen und der wollte mir das wirklich abnehmen und hat es mir ziemlich übel genommen, als ich gesagt habe, nö. Na gut, ich gehe dann mal eben noch einen Mac holen. Und ja, dann weiß noch nicht, was ich jetzt hier noch mache. Ich muss auf jeden Fall noch den östlichen Teil des Lagers erforschen. Die andere Hälfte zwischen dem Süd- und Nordausgang. Da gibt es auch noch ein paar lustige Dinge. Es gibt ein, zwei nervige Sachen. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Jetzt sammle ich hier erstmal die Pilze ein. Das Sklavenbrot ist halb so wichtig, aber die Höllenpilze, die sind richtig praktisch. Und wenn ich mich in Zukunft von Höllenpilzen hauptsächlich ernähre, dann... Na, wundert euch nicht. Es gibt einen gewissen Nebeneffekt, den man bekommt, wenn man sehr viele Höllenpilze futtert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele es waren, die man essen muss, aber es ist auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt. Und den würde ich gerne mitnehmen. Und deswegen werde ich mich zuallererst mal mit Höllenpilzen heilen. Und hier sieht man, mit diesen Mole Rats funktioniert die gleiche Taktik, wie vorhin oder in der ersten Folge der Typ mit dem Scavenger noch meinte. Anschleichen, bis einer reagiert, ein paar Schritte zurückgehen und dann... Ach ja, das ist noch die, vierte Methode anzugreifen. Nämlich aus dem vollen Schwung heraus den Angriff beginnen. Da muss man allerdings ein bisschen timen, damit es klappt. Und auf die Art mit diesem... Ups, da habe ich gerade die Pfeifetastenkombination gedrückt. Ich hoffe, das kann ich nachher leise stellen. Das war doch gerade sehr laut. Da habe ich aus Versehen Musik im Hintergrund angemacht. Come on, Red, komm her! Stirb! Lass dich! Oh, schnell, schnell, schnell! Jetzt! Nein, daneben! Mist! Nein! 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 Der erste Tod! Mist! Da muss ich nochmal laden. Bis gleich. Ich schneide es raus.